So, er sagt jetzt rot, gelb, gelb, wie erwartet. Fährst du einfach so los und schaust dann, was, wie es sich entwickelt, Ich oder? denke mal, gelb, weiß. Ja, es geht. Ist angeblich 5 Sekunden langsamer. Aber es ist halt ein Ding, ne? Ein Stopp ist halt ein Ding, ne? Also Also rein auf dem Papier ist es wenn du vielleicht halt von schneller, hinten zwei Stopp, aber das losfährst. Ding ist halt, Ja, ist halt die wenn Frage. die Box chaotisch ist, dann kann es halt, ne? Ja, und halt auch von hinten weiter hinten losfahren ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ist jetzt echt die Frage, wer was macht. Wenn jeder frei wählen darf, wird's interessant, ey. Also ich sehe schon mal, Perry fährt auf Mediums, Max fährt auf Medium, Scorpion fährt auf Medium. Ich war Medium, Soft jetzt. Ich habe auch geändert. Ich starte jetzt auch auf Gelb und dann gucke ich mal, Guckst du einfach, wie weit du kommst und dann, ob du wie mit weit ich Weiß dann fährst, komme, ob oder? Weiß oder Rot, Rot oder. Oder wenn ich ganz doll flüstere, sogar Rot. Ich bin ja manchmal So, nutzen wir diese Runde, sehr um das flüsternd Auto noch unterwegs. friedlicher Wer weiß, ob nicht das sogar geht bei Wir mir, sehen aber uns ich das glaube eher Ventil nicht. an. Stromwalter hinter mir startet sogar auf Hart. Ja, wenn jetzt halt direkt Safety Car kommt, dann hast du halt die Scheiße. Was machst du dann, ne? Ja, bleibst du draußen, Bleibst du halt einfach definitiv. draußen, ne? Wie gesagt, Stromwalter startet auf Hart sogar. Ist wahrscheinlich einer der wenigen. Ich glaube, es machen nicht viele. Ansonsten Rot, vor mir Gelb, dann wieder Rot. Also es ist echt bunte Mischung jetzt. Ist eigentlich ganz lustig, weil jetzt so viele so verschiedene Strategien fahren anscheinend. Da bin ich ich mal jetzt gespannt, wieder. was am Ende die beste Strategie sein wird. Mit meinem Also. Start auf 15 habe ich halt jetzt vor allem Angst vor dem, vor den ersten paar Kurven, weil die hinten immer Also, chaotisch sind. Stromreiter ist auf harten. Da sind 5 auf rot. Und der Rest ist auf gelb. Wenn ich den Start überlebe, bin ich optimistisch, dass ich Plätze gut machen kann. Also in den Top 5 ist nur Nano auf Soft. Alle anderen fahren Medium. Ja, Galdi, ich wünsche dir, ich drücke dir alle Daumen, dass das vorne gut geht. Hol dir den Sieg, Junge. Macht Druck. Gutes Rennen euch. Marco gut weggekommen. Wer ist das hier, der hier? Stifler. Marco gut weggekommen, sagst du? Ja. Sehr schön. Direkt halbe Sekunde Vorsprung. Ist dein Flügel noch heile? Ja. Stifler ist da nur so ein bisschen schräg rein, aber. Ja, gut. Alles heile. Hab nur gerade gedacht, es hat so ein bisschen. Stromreiter ist halt schon vorbeigekommen, aber. Den solltest du ja wieder kriegen. Die Williams mit Weißen. Hab ihn. Stifler hat sich verbremst, oh. Stromreiter musste ausweichen. Vorne ist direkt schon ein Riesenabstand. Harry hat jetzt schon überholt. Aber danach schon eine So, das ist die erste Verwarnung schon. Wer hat die erste bekommen? Ich, meine ich. Also meine Ach erste so. habe ich bekommen. Ach, deine erste. Wie viel Strafenzeit planst du so ein? 6 Sekunden. Okay. Ach, lol. Direkt schon über 20 Verwarnungen in der ersten. Und einer Nice. Hat schon eine Strafe. Krass, das geht schnell. Der Strafenkönig hat schon eine Strafe. Mein Stuhl rutscht. Mit rutschen. Du hast ja ganz schön wenig Benzin mitgenommen, kann das sein? Nö, ich nehme immer recht wenig. Okay. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Dann fahre ich am Anfang fett und dann immer in den Kurven runter und so. So, jetzt sind wir schon bei 3 Strafen. Yannick übrigens immer noch letzter.
Nächste Strafe. Oh wei. Margot, bei dir alles gut? Nö. Warum? Weil Perry zu schnell ist. Ist der auf Rot oder auch auf Gelb? Gelb. Auch auf Gelb. Aber Nano ist hinter ihm auf Roten und hat schon 3 Sekunden Abstand quasi, oder 2,5 oder so. Das ist halt überholen, ist halt auch schwierig hier. Ich meine, Stifler könnte ich ja eigentlich kriegen, aber es ist halt irgendwie so. Nächste Strafe. Ich fahre einfach auf den Platz, hol mir keine Strafe und hol alle Plätze über Strafen. Ist das ein Plan? Nee, ne? Ja. Ob so viel zusammenkommen, weiß ich nicht so recht. Nächste Strafe. Es blättert hier die Strafen, ey. Was zur Hölle. Gallier noch vorher so, wo soll man denn in Kanada eine Strafe kriegen? Das wird ihm jetzt bis ans Ende vorgehalten hier. So, solange ich mir keine Strafen einfange, ist alles gut. Dann war meine Aussage gut. Ich habe halt ein Ferrari und Red Bull vor mir, die auf der Geraden zu überholen ist halt nicht, ne? 2, 3, 4, 5. Ja, auf der Geraden, ja. Wo bist du jetzt? 15? Ja. Ja, immer noch, wo ich gestartet bin. Wow, scheiße. Wo kommt denn jetzt hier Olli? Ah, der hat ein schnelleres Auto. Und den besseren Exit. Ja, das war gerade ein bisschen kritisch beim Rausschleudigen, ne? Na, fast weggedreht. Er hätte ihn wahrscheinlich mit abgeräumt sogar, ne? Ich spekuliere halt auf ein sauberes Rennen jetzt und wenig Strafen. Ja. Und kämpfe jetzt erstmal nicht so krass hier. Spekuliere darauf, dass sich eh viele noch Strafen und Schäden holen oder so. Ja, musst du auch mal schauen, ob du mit dem Reifenflüstern vielleicht auch noch ein bisschen vorkommst, ne? Man muss aber mal sagen, auch ein sehr anständiger Start im Prinzip, ne? Ja. Hat noch keiner einen Stop gebraucht, also noch nichts kaputt scheinbar gravierend. Alle fahren noch. Margo fährt Nano richtig davon. Und was mit Perry? Ja, Perry ist ein Ticken schneller, hat so 18. Vorsprung, aber dann sind es 5 Sekunden zu Nano. Weil der kämpft ums DRS-Fenster sozusagen. Oh, jetzt hat er die Wand sich gegönnt eben, Galdi, oder? Ich nicht. Nee, Perry. Nicht drauf geachtet. Ah, okay. Ich glaube, der ist an der Wand gefahren gerade. World of Champions. Die Second Time Penalty. Multiple Warnings. Second Time Penalty, Multiple Warnings. Oh Mann. Okay, ja, nichts nicht so schlägt da hinten. Wie bist du eigentlich an Crusader vorbeigekommen? Ja, gerade eben. Oder sowas, oder? Gerade eben. Innen in der Spitzkehre. Okay. Und dann kam aber Olli an mir vorbei in der letzten Schikane. Das war super eng, weil wenn du dann einen neben dir hast und zu viel Platz machst, kriegst du eine Strafe wegen Kürzen. Das heißt, das war richtig knackig eng. Ja, in der Schikane nebeneinander ist echt ein bisschen grenzwertig, ja. Aber ihr seid jetzt das auch war ein jetzt ganz gefährlich, schöner ey. Train da hinten, ne, hinter Olli. Ihr seid da jetzt... Alter, war das haarig. Ich hätte mich verfehlt. Zu viert innerhalb 8 Zehntel oder so fahrt ihr gerade.
schade. Jetzt ist Max gerade durch. Scorpion durchgefahren und Sly und Julian. Hat jetzt 3 Plätze verloren wegen der KI. Bei mir kam gerade der zweite Renault aus der Box. Jetzt habe ich hier 2 Renaults vor mir. Nano ist dann vor dir, ne? Und Yannick kommt angeschossen hinter mir. Vielleicht mal in Zukunft die KI bisschen hochstellen. Ich glaube, jetzt hat Nano seinen Kollegen weggeräumt. Olli hat sich gerade weggedreht. Ich glaube, da gab es Kontakt mit Nano. Ui. Was Yannick mir jetzt Druck macht, finde ich natürlich nicht so angenehm. Wie ist der denn an Strom, Alter? Wie ist der denn auf 14 gekommen, ey? Ja gut, kann er da halt, ne? Aber der hat ja sogar Strom weiter überholt dann. Ja, schnelleres Auto im DRS ist natürlich schwierig, ne? Ja, da habe ich den Mago gemacht. Jetzt ist er auch deutlich besser rausgekommen. Ja, ich habe den Mago gemacht. Ich habe ihn neutral geschaltet. Fuck. Scheiße. Ich denke, warum kommt nichts? Ah gut, jetzt ist er vorbei. Egal. Da habe ich den Galdi gemacht. Egal, sauber weiterfahren. Reifen sind noch super. Übelschaden. Warum habe ich jetzt so FPS-Drops hier? Was soll die Scheiße? Jeff, halt die Fresse jetzt. Och, Perry. Was war? Zu arg gebremst oder was? Der sollte nicht reingehen. Ich wollte Undercut machen. Achso. Wo kommt er denn jetzt her? Der kommt aus der Box und überholt jetzt wieder. Da musst du halt diese Überholmanöver in der Schikane da, da musst du halt echt... Das ist ein bisschen... Wenn du es drauf anlegst, dann schießt derjenige sich raus, weil... Da ist halt schwierig, zu zweit durchzufahren. Vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Group Box. Also Chat, was sagt ihr? Rot, rot oder gehe ich auf weiße Einstopp? Rot, weiß, rot, Einstopp, rot, 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 weiß, Einstopp, weiß, weiß, rot, weiß, hart, weiß, weiß. Bin sich also absolut einig. Die Frage ist halt, wann gehe ich rein, wenn ich auf weiße gehe? Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Was hat Julian denn gerade gemacht? Hast du das gesehen? Ja, ganz komisch irgendwie. Ganz plötzlich so links drüber irgendwie. Ach, da sind gerade ein Haufen in die Box, oder? Ich hab grad gewundert, wieso du auf einmal auf 8 oder 9 bist. Ja. Ich kann die Gelben auch noch eine ganze Weile ziehen, aber ich glaube, auf Rot zu gehen ist Quatsch. Ja, ist Quatsch, sind links 40. Ich gehe jetzt auf Weiße. Ich bin mal gespannt, ob ich das gleich bereuen werde. Was machst du, Galdi? Rot, Gelb, Rot oder was? Oder? Fahr raus, rot jetzt noch raus. Mal. Box, 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 Box. Ach, bist du auf Gelb Box, gestartet Box, auch, ja? Box. Also Gelb, Gelb, Rot. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Was ist das denn da? 2,8? Schmeiß die mal raus da, die Pusher. Bei Yannick eben. Yannick an Strom weiter vorbei, der scheint in seinem Williams auf den alten Weißen zu strugglen. Und der muss noch in die Box. Ich weiß nicht, ja, ob Yannick jetzt durchfährt, aber... Fahr den Juan mal, moin. Ich glaube nicht, dass Yannick durchfahren kann. Und die haben Strafen. Scorpion in der Box.
denke, du könntest eventuell so... Also alle Plätze, die ich jetzt hole, haben wir tendenziell erstmal, weil ich nicht mehr in die Box möchte. Und Stromwalter und Yannick müssen noch, die beiden vor mir. Aber vorbei kommst du aktuell nicht, oder? Gucken wir jetzt mal. Oh, geil, die schnellste Runde. Doch, da kommen wir vorbei. Seeker, schnellste Runde. Ich würde halt echt gerne, ah, jetzt ist schon mal da reingegangen. Ich würde halt echt gerne ohne Strafe durchkommen, das wäre richtig. Richtig was wert, glaube ich. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,13,4. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 6,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet. Also Yannick hat schon mal 6 Sekunden und geht wahrscheinlich noch in die Box, der ist raus. Ja. Stifler ist vor dir aber, ne? Nicht Yannick. Als ich angefragt habe, war glaube ich noch Yannick vorne. Ah, okay. Ich fahre halt jetzt gerade so ein bisschen für mich hier, ne? Oh, die war langsam, shit. Status, Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 32,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 2. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,1. 30 Sekunden auf Galdia, krass. Und Monaco hatte ich die auf ihn. Aber so ist halt mal so, mal so, mal. Sagen die Reifen. Easy. Nach vorne machen sie jetzt ihre Pitstops noch. Jetzt gerade 3 Stück drin. Ja, ja, mach ein bisschen länger. Ich komme gerade. Reicht nicht, wa? Warte. Mindestens 3-4 Plätze sind da noch drin bei dir, alleine durch Pitstops. Meinst du? Ich verliere jetzt erstmal wieder welche gegen die, die ganz frische Reifen haben. Der Seeker wird wohl gleich vorbeigehen, ne? Aber erstmal stupst er nicht. Ui. Fährst du oder nicht? Hat der Ferrari Slow Mode on oder was ist mit dir? Slow Button on. Box, 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 box. Box, 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 box. Ruhe, es wird nicht geboxt. Naja, wenn Yannick noch in die Box muss, dann muss Stifler auch noch in die Box. Mehr Druck im Kessel. Da ist aber ein harter Kampf hinter dir. Ja, weil Julian da jetzt durch möchte natürlich. Der hat frische Reifen drauf. Stifler, halt ihn auf! Mach so! Hast du gerade Stifler überholt und ja. Der hat sich jetzt als Bremsklotz so ein bisschen vor Julian gerammt. Ja, Stifler, das war die Hoffnung. Stifler ist in die Box. Nein, Stifler, nicht in die Box! Du sollst Straßensperre machen. Yannick ist auch in die Box.
Du verlierst pro Runde etwa 7/10. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 9,0. Julien hat 9 Sekunden. Oh Gott, die haben alle so viel Strafen. Wenn ich halbwegs dranbleibe, kann ich da noch echt Plätze holen durch Zeitstrafen, aber die zischen halt jetzt mit ihren frischen Reifen des Todes. Ja. 9 Sekunden hat er schon. Kommst du an Balbo vorbei? Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 8,1 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 14,0. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 3,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet. Scorpion hat 3. Macht keinen Stopp mehr. Was macht dein Sprit? Ah, Limit. Mit Schlimmer auf Mager zwischendrin. Scorpion hinter dir treibt. Ja, dem muss aber halt noch 3 Sekunden rausfahren nach aktuellem Stand, wenn er vorbeigeht. Denn nur 3 Sekunden? Eben was hieß es 3 Sekunden, ja. Okay. Letzte Rundenzeit lag bei 1:13,6. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 3,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit aufgerechnet. Einfach ein bisschen mit Ring jetzt, dann wird das vielleicht nach der Strafe. Ich habe halt jetzt noch so viele Fahrer um mich rum hier. Ist Mario jetzt hinter dir, gell? Ich könnte da jetzt noch relativ viele Plätze in kurzer Zeit, könnte ich da noch verlieren jetzt. Mercedes jetzt hinter dir halten ist natürlich jetzt... Aber der hat mit Sicherheit auch einiges an Strafen, würde ich schätzen. Fahrer hinter mir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 13,7. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 9,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet. Was hat sie da gerade getrieben? Ausgedreht, oder? Hat nicht gut den Exit erwischt in der Schikane. Aber es ist halt auch nicht mehr lang, ne? Nee. Noch 2 Runden jetzt, ne? Oh, jetzt hat Mario den Sieger geschubst. Der fährt erstmal quer über die Bahn. Ich hoffe, Sieger hält ihn noch ein bisschen auf, so wie er mich in Sanford aufgehalten hat. Sieger, mach dich breit, Junge! Mach dich breit! Ja, Mari kommt im Moment nicht ran. Ah, ich fahr letzte starten. Rille Sprit, letzte Rille ERS hier. Hältst du dich jetzt dran, dass du nicht mehr unter 10% gehst beim ERS, oder? Ich versuch's, ja. Nachdem ich gehört habe, dass man dann angeblich in Slow-Mode geht. Ja. Sieger kommt. Fahrer hinter mir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:14,2. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 9,0. Sieger hat 9 Sekunden. Das war gerade eng in der Schikane. Jetzt hat er sich rausgedreht für den Kaputtritt. Vier Plätze verloren. Ich war schon ganz am Rand, wo ich noch so gerade keine Strafe kriege. Ich hab's gesehen, ja. Ich versuche ja extra den Leuten auch Platz zu lassen, aber... Ja, ich denke, das war so. Irgendwo muss ich noch fahren, sonst muss ich... Ja, du kannst ja nicht Fahrer vor mir. Box. Ihre Reifen sind 14 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 14. Was ist geil hier eigentlich? Wir fallen pro Runde um etwa 4 zurück. Oh, schade. 10 Sekunden nach vorne, 10 Sekunden nach hinten, so ungefähr. Schade. Ja, aber P2 ist P2, ne? Ich meine. Ja. Mit dem Alfa Romeo. Also. Aber da wäre ja vielleicht was gegangen von der 1. Aber so von der Gesprächigkeit würde ich sagen, maximaler Schwitzermodus. Ich hab nichts mehr gesagt seit 30 Runden, ne? Ja. Wahrscheinlich Headset abgesetzt oder so.
Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über... Perry, geht's set! ...nötig auf Mischung 2 runter. Krass. Dem Jungen gönne ich das. Es war so Fights in Monaco und so mit ihm. Da freue ich mich, das gönne ich ihm. Unfaires Überholmanöver, sag ich nur. Unfaires Überholmanöver? Ja. Okay. Oh, mit Scorpion ist knapp noch, die 3 Sekunden. Krieg ich den noch? Ich die letzte Kurve gut nehme, ja. Hier hast du 2,2. Guck mal, was du jetzt für welchen Platz du jetzt kommst. Ich bin gespannt, ich habe keine Strafe. Wahrscheinlich so ziemlich als einziger. Ja, es sieht aus wie P7. Boah, Julian auch nur 6 Hundertstel, sonst hätte ich den sogar auch noch bekommen. Oh. Müssen wir gleich mal gucken, ob die Strafen alle richtig gedingst wurden, aber P7 ja. Ist halt richtig nice von der. Wo bin ich gestartet? 15. Ja. Woo! Nice. GZ, GZ. Punkte waren das Ziel und die haben wir. Fahrer des Tages hier. Day, baby. Ja, ey, 15 auf 7 ist auch nicht schlecht, ey. Aufholjagd lief. Woo! Ich habe keine Strafe und Strom heute. Hey, Stromwald hat keine Strafe? Der holt sich immer so viele Strafen, haben alle gesagt. Ach so. Vorne 3, 3, 3, 3, 9, 9, 3, 9, 12, 12. Ich hab's mir halt selber kaputt gemacht. Ich wäre vor Walle und Scorpion gewesen, wenn ich nicht bei Merkart einmal so leicht angeditscht hätte. Aber Player Mario auf der 11 ist natürlich echt schade, Mann. Das ist eine knappe Kiste. Ja, die Mercedes-Punkte, Player Mario, die Mercedes-Punkte. Ja, einen Platz. Weiter. Machst du sowas öfters? Jeden Samstag machen wir sowas. Nächsten Samstag gibt's Frankreich. Ich konnte an Walle nicht mehr drankommen. Ich hab einen Ferrari mit roten Reifen geholt, mit meinem scheiß Alpha mit weißen. Ja, ich glaube halt schon, gelb-rot-rot wäre zwar schneller gewesen, aber ich hatte halt Angst vor den Boxen, weil wegen, ne, nachher holst du dir da 5 Sekunden oder so. Strom, Alter, zu dir haben alle gesagt vorher, über dich haben vorher alle gesagt, der holt sich unendlich Strafen, du hast nicht eine. Ich hab nicht meine Verwarnung. Ey, sauber! Sauberes Rennen, sehr gut. Okay, ich merke das Spiel einfach nicht, weil der Williams zu langsam ist. Wer ist für dich gefahren, Storm Raider? Hat also irgendwer eine Strafe wegen Box so bekommen? Nein. Ja, siehste. Es hat irgendwer gecrashed wegen Box? Nein. Siehste, alles sauber, sehr gut. Sehr schön. Wer ja, Perry, GZ hat er mal. Ja, GZ. Danke. Ja. Das war einfacher als erwartet. Marco war am Anfang war richtig eng, hey, aber ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwann war ja, du hast mich weg. Voll off-track gedrückt beim Überholen. Oh, voll oft, Alter. Ich hab die einmal weggedrückt und da warst du außen und ich hab nicht mit dir gerechnet. 2 Williams in den Punkten. Endlich wieder Punkte bei Team Williams. Julian 6er in Williams. GZ stark, ey. Sehr stark. Ja, richtig schnell. Sehr schön. Kann man mich hören? Also ein Williams 6er ist schon ordentlich. 18 Sekunden. Ja, aber weißt du was, halt wer rechnet auch damit, dass der Stromreiter komplett strafenfrei ja, fährt? Damit reicht es halt. Und der Player Mari 12 Sekunden, ne? Sehr spannend vom Qualifying schon angefangen. Und dann Alter, das Qualifying war so ein Schmutz, dieses Dreckswetter. Ziemlich versagt im Regen, ne? Müssen wir festhalten. Das aber absolut versagt. Also, ich habe gar kein Tempo gefunden. Selbst im 5. der Wheelspin des Todes. Bremsen ging nicht, Gas geben ging nicht. Regen ist Abschaum. Aber von 15 auf 7 kann man sich ja sehen lassen. Ja, ich sehe das so durchtickert. Ich bleibe immer noch 10. War ich mehr als 9 Sekunden hinter Julian? Das waren halt am Ende irgendwie 600, glaube ich, auf Julian. Ja, da kam irgendwie der Stormrider. Er war auch noch so knapp dran, ey. Die 8 langsamsten Autos sind in den Top 10. Ich möchte betonen, dass Ferrari hier Real-Life-Performance abgeliefert hat mit ordentlich 14, 8. 18, sauber, ja. Oh ja, letztes Mal überperformt hat. Frankreich steht als nächstes an. Die Top 10 wird natürlich wie immer benachrichtigt. Ansonsten könnt ihr euch ab jetzt melden im Discord mit Interesse. Es ist zwar noch kein feste Uhrzeit, aber... Immer noch keiner Flash überholt. In den Gesamtpunkten oder in der BOP? Ja, weil in der BOP wird ja noch keiner überholt. 3 Punkte dahinter. Marco, siehst du dich wieder im Williams jetzt oder wie sieht das aus? Ruhe da. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich 10. werde. Ja, bei mir ja, ich habe ja gesagt, Punkte in Williams. Ist machbar, aber schwierig. Und was ist 10. Das ist genau schwierig, aber machbar. Ich meine, nimm dir mal ein Beispiel an Julian. Hör mal, der ist hier 6. in Williams. Also. Aber dein Qualifying war halt auch nicht so akut, Stormrider, ne? Ach stimmt, der war ja auch raus von 16 auf 10. Ich habe sogar gesehen, mein dritter Shot war da auf einmal Unfall. Und das hat, ich musste voll in die Eisen gehen, weil ich nicht wusste, ob derjenige vor mir geghostet war. Auch das, also ich hatte im Endeffekt eigentlich nur einen Shot. Ich habe nur eine schnelle Runde geschafft. War das sogar deine schnelle Runde, die ich da stand? Ja, das war meine schnelle Runde. Das ist natürlich super. Allen hier im Voice auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitfahren. Hat Spaß gemacht. Jo. Auch wieder ohne Safety Car, ohne DNF. Natürlich gibt es schon mal irgendwo kleine Manöver, aber im Großen und Ganzen doch wieder sauber. Wir sehen uns vielleicht in Frankreich. Ne? Meldet euch bei Discord, wenn ihr Interesse habt. Schönen Abend euch.
Guten Hunger. Hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es war lange Zeit nicht abzusehen. Gerade mit dem Regenqualifying war nicht abzusehen mit den verschiedenen Reifenstrategien. Um mich rum waren welche auf weiß, auf gelb, auf rot. Und vor allem auch mit den ganzen Strafen war es nicht abzusehen, wo man landet. Aber ich muss sagen, von 15 auf 7 zu fahren, da kann ich sehr zufrieden mit sein. Und einer von zweien, die ohne Strafe gefahren sind. Insofern, ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Danke für alles. Bis denn. Tschüss.